Sie brauchen Blüten voller Nektar und Pollen. Und die wiederum brauchen Wasser. Damit sie also leben können, muss auch das neue Wildblumenbeet im Garten der Uwe-Jens-Lornsen-Schule vor dem Klassenausflug noch ordentlich Wasser bekommen. Thies und Julius haben es mit angelegt. Weil die Bienen sonst weil sie keinen Lebensraum finden. Ja. Und weil hier, Julius hat ja uns erzählt, dass er hier extra so eine Wildblume angepflanzt hat, wo Nektar drin ist. Weil in manchen Blumen ist gar kein Nektar drin. Und das ist Joost Johansen, etwas später im Garten des Vereins Kolhorst. Er leitet das Bienenprojekt. Thies, Julius und die anderen Zweitklässler sind jetzt, man hört es, Bienen. Und was machen sie im Winter? Im Winter dann kuschel ich mich halt mit den anderen zusammen. Und im Frühjahr, machen wir halt den Reinigungsflug und und dann, wenn es wärmer wird, schwärmen die Bienenarbeiterinnen zum Sammeln aus, saugen fleißig Nektar aus den Blüten und holen Pollen, während die Königin im Stock bleibt. Doch warum lümmeln sich die da so faul herum? Weil wir Bohnen sind und lassen uns bedienen und warten auf den Hochzeitsflug. Zum Schluss werden aus Bienen kleine Imker. Auge in Auge mit Tausenden von kleinen Pollensammlern. Nee, die zanken sich ja. Nee, die geben sich gegenseitig Nektar und sowas. Das machen die auch. Die sprechen auch miteinander. Und die wiegen ganz schön was. Wer ist der Nächste? Hier erfahren die Kinder, dass Bienen nur stechen, wenn man sie richtig ärgert. Und das selbst auch nicht überleben. Wenn man wütend wird, dann sticht man und dann ist man schon tot. Ja. Und was meint ihr? Ist es cool, eine Biene zu sein? Nee. Nein, uncool. Eine Wespe wäre schon besser. Ja, da kann man nämlich viel öfter stechen. So, lieber Wespen also. Doch ohne die vermeintlich uncoolen Bienen, das ist glücklicherweise auch angekommen, würden hier im Herbst keine Äpfel hängen.